Sie wissen, dass uns die globale Gesundheitskrise auch in Form einer Wirtschaftskrise seit über einem Jahr in Atem hält. Wir haben von Beginn der Krise an versucht, möglichst viele Unternehmen zu unterstützen und möglichst viele Arbeitsplätze durch diese Krise hindurch zu begleiten. Das war zu Beginn etwas holpriger. Wir haben unsere Lehren daraus gezogen, auch in vielen Rückmeldungen von den Unternehmen gelernt, wie man die Hilfen anders aufsetzen könnte. Es geht auch viel um Geschwindigkeit und wenig Bürokratie. All das haben wir mittlerweile aus meiner Sicht auch bewerkstelligen können. Und wir haben auch mit der Europäischen Kommission, was das Thema Beihilfenrecht betrifft, diverse Verhandlungen gehabt, die zu einem guten Zwischenergebnis geführt haben, aus meiner Sicht. Insgesamt ist festzustellen, dass Österreich bei den Corona-Hilfen pro Kopf international eines jener Länder ist, die am meisten helfen. Wir haben gerade letzte Woche wieder bestätigt bekommen vom Internationalen Währungsfonds, dass Österreich unter den Top-Ländern ist in Europa, was die Höhe der Hilfen betrifft. Es gibt diverseste Studien, zum Beispiel auch von Eco Austria, wo bestätigt worden ist, dass wir bei den Hilfen pro Kopf innerhalb der Europäischen Union auch Platz 1 sind, mit fast 2.600 Euro pro Kopf, ungefähr doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Hinter uns sind dann zum Beispiel Länder wie die Niederlande mit 2.200 Euro pro Kopf. Das kann sich also wirklich sehen lassen. Wir haben über die Hilfen, die über die Finanzierungsagentur COFAG abgewickelt werden, bisher rund 190.000 Unternehmen unterstützt, die rund 2 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Ein Großteil der ca. 34 Milliarden Euro, die rechtsverbindlich zugesagt bzw. ausbezahlt worden sind, betreffen die Kurzarbeit. Und das ist Geld, das direkt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommt. Und hier wurden bis dato über 117.000 Unternehmen mit 1,3 Millionen Arbeitnehmern unterstützt, um die Folgen der Pandemie entsprechend abzufedern. Ich habe ganz zu Beginn der Pandemie gesagt, und das gilt auch nach wie vor, wenn es mehr Geld braucht zur Bekämpfung der Gesundheits- und Wirtschaftskrise, dann wird es auch mehr Geld geben. Und deswegen haben wir die Hilfen auch ständig weiterentwickelt und mittlerweile mit dem Ausfallsbonus ein Instrument geschaffen, das sehr flexibel einsetzbar ist und auf die jeweilig sich ändernden Bedürfnisse der Unternehmen auch angepasst wird. Wir haben darüber hinaus für die Monate März und April den Ausfallsbonus entsprechend erhöht. Statt 15% Bonus können bis zu 30% des Umsatzes als Bonus beantragt werden, zusätzlich zu den 15% Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss. Das heißt, somit kann bis zu 45% des Umsatzes sehr unbürokratisch und rasch abgeholt werden, wenn es eben durch Corona eine entsprechende Betroffenheit gibt. Die Obergrenze für die monatlichen Auszahlungen ist auch entsprechend angehoben worden von ca. 60.000 auf nun 80.000 Euro pro Monat, wenn man den vollen Betrag eben ausschöpfen kann. Der Bonus für März wird ab morgen, dem 16. April, auch beantragbar sein. Und da bitte wieder auch rechtzeitig beantragen. Es gibt eine zweimonatige Frist für die jeweiligen betroffenen Monate. Insgesamt sind beim Ausfallsbonus bis dato rund 160.000 Anträge mit einem Volumen von fast 1 Milliarde Euro eingegangen. Und das seit erst 16. Februar. Davon sind rund 110.000 Anträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 700 Millionen Euro bereits ausbezahlt worden. Also seit 16. Februar ist beantragbar und bis dato 700 Millionen ausbezahlt. Im Durchschnitt gibt es für die Beantragung rund 7.000 Euro pro Monat und das innerhalb von 10 Tagen. Das sind Durchschnittswerte für die Beantragungen. Das heißt, innerhalb von 10 Tagen ist der entsprechende Betrag nach Beantragung auf dem Konto der Unternehmen. Ich darf mich bedanken für die auch sehr gute Zusammenarbeit mit den Vertretern der Wirtschaft. Wir haben auf die Rückmeldungen immer sehr, sehr viel Wert gelegt. Wir haben eine eigene Servicezentrale eingerichtet, um die entsprechenden Anregungen noch rasch einarbeiten zu können. Und das hat auch dazu geführt, dass wir die Hilfen mittlerweile sehr professionell und rasch sowie auch unbürokratisch abwickeln können. Vielen Dank.